Fast hätten die Wolken an der Ostküste Australiens alles vermasselt, aber dann war das Himmelsspektakel doch klar zu sehen. Die totale Sonnenfinsternis am Mittwochmorgen, 6.38 Uhr Ortszeit über Queensland. Nach 2 Minuten war alles vorbei, aber nicht am Strand. Rund 50.000 Touristen, Hobbyastronomen und Wissenschaftler waren aus der ganzen Welt extra angereist zum Forschen und Feiern. Denn nur von hier aus konnte man sehen, wie sich der Mond vor die Sonne schiebt. Es war nervenaufreibend bis zur letzten Minute, aber dann hat es Queensland doch noch gebracht. Ich fühle mich winzig wie eine Ameise, unbedeutend. Du spürst und siehst, wie sich die Erde dreht. Großartig, großartig. Es war ein unglaublicher Augenblick. Er hat fast ein wenig Angst gemacht. Alles wird plötzlich dunkel. Aber es ist toll, total verrückt. Gefreut haben sich auch die Hotels in der Gegend. Einige Zimmer waren schon vor 3 Jahren gebucht worden.